Also ich bin der Matze, ich bin der Vorsitzende vom ersten Skateboardverein Kassel e.V., den meisten in Kassel und Umgebung besser bekannt als Mr. Wilson. Den Verein gibt es seit 89, es hat einiges auf dem Kerbholz seitdem, also wir haben schon, also sitzen jetzt hier gerade in der dritten Halle. Dazu kommt noch ein Skatepark unter der Autobahnbrücke, so wie alle kleineren Skateparks, die es in Kassel und Umgebung so gibt, die wir entweder mitgebaut haben oder mitgeplant haben. Also der Verein hat sich halt seinerzeit gegründet, um Skateboarding einfach eine Lobby zu verschaffen gegenüber der Stadt, gegenüber Politikern. Und im Endeffekt halt einfach dadurch Sachen zu bewirken, die halt sonst nicht möglich wären, weil gerade Politiker oder auch das Jugendamt zum Beispiel ja immer gerne Ansprechpartner haben möchte, und da macht es halt einfach Sinn, einen Verein zu gründen, um halt einfach einen Ansprechpartner zu haben. Und ich sag mal, in Kassel ist es halt so, glücklicherweise, dass die Skateboarder damals halt schon deutschlandweit gesehen relativ früh auf die Idee gekommen sind, dass halt der Verein das Medium ist, was irgendwie dafür ja, hervorragend funktioniert. Why not just smoke a bowl? After all, everybody knows it's good for your soul. And I'ma keep on doing this until I get way too old. But until then, I'll never put my skateboard on hold. Yeah, I'm always skate. Besonders an der Halle hier ist erstmal, dass wir hier Deutschlands ersten Indoor-Beton-Bowl drin stehen haben. Auf 250 Quadratmeter Größe. Zu der Halle gehört nochmal ein 1000 Quadratmeter Innenhof mit gutem Boden, wo wir so schnell wir können oder so schnell wir nach Baugenehmigung dürfen auch anfangen werden zu bauen. Dazu kommen halt neben dieser 1000 Quadratmeter Hallenfläche noch Aufenthaltsräume, die mit einem Fingerboardpark ausgestattet sind und einen Billardtisch haben und einen Kicker, die dazu einladen, dass man halt auch, wenn man nicht aktiv Skateboard oder BMX fährt, dass man nebenbei dann halt auch noch andere Sachen machen kann. Also die Halle darf im Moment von allem, was rollt, benutzt werden. Wir müssen halt schauen, wie lange das halt gut geht. Aber da die Halle ja eine gewisse Größe hat, sind wir da ganz optimistisch, dass es funktionieren müsste. Für die Zukunft geplant ist im Endeffekt, was das Bauliche angeht, erstmal, dass wir den Outdoor-Bereich bauen. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr komplett fertig werden, soll es aber auch gar nicht. Es soll eher so zur Documenta so ein bisschen halt auch interessierten Leuten, die vielleicht wegen der Ausstellung, die oben bei uns in den Galerieräumen ist, halt dann hier von dem Gelände angezogen werden oder von der Halle angezogen sind, dass sie noch mal ein bisschen sehen, wie so Rampen gebaut werden. Das ist ja quasi auch eine künstlerische Komponente mit dabei. Wenn wir Glück haben, wird die Deutsche Bowl-Meisterschaft dieses Jahr hier einen Austragungsort finden. Neben den Vereinen ist auch noch der Unity-Shop bei uns mit in der Halle. Und das ist halt ein Laden, ein kleiner Laden, der schon lange in Kassel Bestand hat und der sich halt um Künstlerbedarf kümmert und das halt verkauft.